So, hallo. In diesem Video zur klassischen Genetik geht es um die Genkopplung. Einige Jahrzehnte nach Mendel untersuchte ein Forscher namens Thomas Hunt Morgan Drosophila-Fliegen und war seinerseits auch den Regeln der Vererbung auf die Spur gekommen. Später stellt er fest, dass Mendel quasi einige seiner Erkenntnisse bereits im Vorfeld in seinen drei Regeln festgehalten hatte. Aber Thomas Morgan fand noch weitere Dinge heraus, und zwar vor allem im Zusammenhang mit der dritten Mendelschen Regel, der Unabhängigkeitsregel. Folgenden Versuch führte er dazu durch, und der ließ sich zunächst erstmal nicht mit der dritten Mendelschen Regel erklären, und so kam er dann auf weitere tiefere Erkenntnisse. Vielleicht zunächst erstmal zum Versuch. Er nahm sich Fruchtfliegen vor, Drosophila-Fliegen, und kreuzte die. In diesem Versuch hier nahm er sich zwei Individuen vor, die sich in zwei Merkmalen unterschieden. Das eine Individuum war eigentlich ganz normal. Ja, schreibe ich mal hin. Normal, normal. Zwei normal ausgeprägte Merkmale. Das andere unterschied sich eben, indem es schwarz gefärbt war. Ja, das erste Individuum war normal gefärbt, das zweite schwarz gefärbt, auffällig. Das erste Individuum hatte normal gestaltete Flügel und das zweite war stummelflügelig. So, im Vorfeld musste er natürlich sicherstellen, dass beide Individuen reinerbig waren in Bezug auf diese Merkmale, aber dazu hatte Mendel ja bereits mit seiner Rückkreuzung ein Verfahren quasi dargestellt, mit dem man das sicherstellen konnte. So, er kreuzte diese Individuen miteinander und in der F1-Generation bekam er nur gleich aussehende, also uniforme Individuen. Das hatte ihn nicht verwundert, denn das hatte Mendel ja bereits vorausgesagt. Die F1-Generation ist uniform. Interessant war jetzt, wie sie genau aussah, und zwar sahen sie alle normal aus in Bezug auf beide Merkmale. Normale Farbe, normale Flügel. Das heißt, dass die Farbe, die normale Farbe, dominant ist und die schwarze Färbung rezessiv ist. Also hier haben wir normale Farbe und hier haben wir schwarze Farbe. Ebenso sieht es für die Flügelform aus. Die normale Flügelform ist dominant. Und die Stummelflügelform ist rezessiv veranlagt. So. Ja, die Schlussfolgerung konnte er hier aus diesem ersten Experiment schon ziehen. Und nun, ja, konnte er auch eben den Individuen schon mal Anlagen zuweisen, also AA, BB und hier auch AA, BB in jeweils klein. Und, naja, dann musste jeder hier ein großes A, ein kleines A, also jede Anlage einmal haben. Jetzt sind wir jetzt B, B. Euch fällt vielleicht auf, dass ich jetzt die Buchstaben in einer etwas anderen Anordnung oder Reihenfolge aufschreibe. Das klärt sich gleich, warum ich jetzt die Buchstaben zum Teil untereinander schreibe und nicht nebeneinander. Ich nenne das immer in weiser Voraussicht, mache ich das schon mal so, um eben die Erkenntnis, um die es jetzt in diesem Video geht, gleich einfacher einpflegen zu können. Ja, aber auf jeden Fall von jeder Anlage ist jetzt hier eine dabei. So, anschließend wurden auch diese Individuen, ja, nee, anschließend führt er keine weitere Kreuzung zur F2 durch, sondern, Moment, das ist ja hier sogar falsch. So, er führte dann eine Rückkreuzung durch. So. Dazu nahm er ein Individuum hier aus der F1, nehmen wir dieses hier mal,
Und den rezessiven Älter aus der P-Generation. Also ein Individuum mit den Anlagen AB groß und AB klein und das andere mit den Anlagen nur AB klein. So, die wurden gekreuzt und zusätzlich nahm er hierfür, also diese rezessive Elter war zufällig ein Weibchen und hier der mischerbige Elter war ein Männchen. Zunächst erstmal zufällig. Die Bedeutung des Geschlechts werden wir an anderer Stelle in einem weiteren Video kommt die zum Tragen. Ich werde am Ende dieses Videos aber einmal kurz schon mal zu andeuten. So. Also, eine Rückkreuzung, ein F1-Individuum mit einem rezessiven Eltern gekreuzt. So. Was war nun zu erwarten nach Mendel? War und ist zu erwarten, dass vier Individuen auftreten. Also nicht vier, sondern also vier verschiedene Typen von Individuen. So. Und zwar erhalten die ja zunächst erstmal hier von der Mutter lauter Anlagen klein a, klein b. Das geht ja gar nicht anders. So. Vom Vater können sie groß a, groß b erhalten oder groß a, klein b oder klein a, groß b oder klein a, klein a. So, und dementsprechend würden hier vier verschiedene Typen auftreten, die auch alle in der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten. So, erstaunlicherweise, also nein, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, noch nicht erstaunlicherweise, sondern wenn man sich eben diese Anlagen anschaut, wie müssten diese Individuen aussehen? Dieses hier müsste sowohl normale Farbe als auch normale Flügel haben. Dieses hier müsste sowohl schwarz gefärbt als auch stumme Flügel haben. Dieses Individuum, also beide würden wie die Eltern aussehen. Dieses Individuum wäre jetzt so ein, hätte jetzt eine Mischform. Groß A, also normale Flügel, normale Farbe, aber stumme Flügel. Und dieses Individuum hätte umgekehrt eine schwarze Körperfarbe, aber normale Flügel. Und genau diese beiden Individuen traten aber nicht auf. Ja, obwohl er dieses Experiment mit sehr vielen Fliegen durchführte, eine große Anzahl an Nachkommen hatte, traten diese beiden Formen nicht auf. Das heißt, die unabhängige Vererbung der Merkmale Farbe und Flügel war hier nicht gegeben. Die Mendelsche Regel Nummer 3 schien also eher nicht falsch zu sein, aber auf jeden Fall in diesem Fall nicht zuzutreffen. In anderen Fällen hatte sie sich bestätigt, aber in diesem Fall nicht. Und jetzt überlegte er, wie kann man das erklären? Wieso fallen diese Individuen weg? Und ihm kam folgende Idee, die konnte Mendel damals auch noch gar nicht kommen, weil er zum Beispiel Chromosomen noch gar nicht kannte, aber Morgan kannte Chromosomen und wusste, dass diese bei der Zellteilung auf die einzelnen Tochterzellen aufgeteilt wurden. Und so kam er auf folgende geniale Idee und sagte, ja Moment, wenn diese beiden Anlagen hier auf einem Chromosom jeweils liegen, Groß A und Groß B, dann können sie nur gemeinsam oder gar nicht weiter vererbt werden. Also dann wird dieses gesamte Chromosom weitervererbt mit den Anlagen AB oder eben dieses Chromosom nicht. Das würde also bedeuten, dieses Individuum bekommt zum Beispiel ein Chromosom mit den Anlagen Groß A und B von diesem Elter und das andere Chromosom vom anderen Elter. Naja, in der F1-Generation hat das noch keine Auswirkung. Den Ausgang hätten wir so sowieso erwartet. Aber nun für die Rückkreuzung nehmen wir eben dieses Individuum heraus, das Individuum vom Anfang, und jetzt das gleiche nochmal. Entweder vererbt dieses Individuum das Chromosom mit den beiden Anlagen Groß A, Groß B oder das andere Chromosom mit den Anlagen Klein a, Klein b. Das ist dieser Fall. Die Möglichkeit, Groß A, Klein b zu vererben gleichzeitig geht gar nicht, denn
Groß A und Klein B liegen auf verschiedenen Chromosomen, also entweder das eine oder das andere. Dieser Fall ist nicht möglich, genauso wie der andere Fall, Klein A, Groß B. Diese beiden Fälle sind nicht möglich, wenn man annimmt, dass auf einem Chromosom, also diese beiden Anlagen auf einem Chromosom liegen. Für die Anlagen Klein A, Klein B spielt dies hier nur eine untergeordnete Rolle, weil ja das weibliche Individuum ja eh nur die Anlagen Klein A bzw. Klein B haben. Ja, das heißt, daran wäre es nicht aufgefallen. Aber das war eine schlüssige Idee. Und wenn man berücksichtigt, dass Drosophila-Fliegen nur vier verschiedene Chromosomen haben, aber doch eine ganze Menge an verschiedenen Merkmalen aufweisen, naja, dann müssen ja die Anlagen also eine ganze Zahl von Anlagen auf ein demselben Chromosom liegen. Denn es gibt ja nicht eben für jede Anlage ein Chromosom. Ne? So viele Chromosomen hat Drosophila gar nicht und so ist es bei anderen Individuen auch. Morgan nannte dieses Phänomen Genkopplung. Die Anlagen, die Gene, sind gekoppelt auf einem Chromosom und werden eben, wie hier dargestellt, zusammen weitervererbt. Oder eben nicht weiter vererbt, dann wird das andere Chromosom weiter vererbt. So, zum Abschluss noch zwei Punkte. Zum einen, dieses Phänomen der Genkopplung zeigte, dass die dritte Mendelsche Regel, die Unabhängigkeitsregel, nur mit Vorsicht zu genießen ist. Sie gilt letztendlich nur für Anlagen, die auf verschiedenen Chromosomen liegen. Wenn das der Fall ist, werden sie unabhängig voneinander weitervererbt. Solange sie diese Anlagen auf einem Chromosom liegen, gilt die dritte Mendelsche Regel nicht. Ja, also zum Teil wird auch gesagt, die dritte Mendelsche Regel wäre falsch. Ich würde mal sagen, naja, sie ist nur eingeschränkt gültig, denn wie gesagt, in gewissen Fällen ist sie ja sehr wohl gültig. Zweiter Punkt, hier nochmal auf die Geschlechter. Dieses Experiment führte Morgan auch mit vertauschter Geschlechterrolle durch. Und da kam er noch auf ein weiteres Phänomen, was ich im nächsten Video dann darstellen werde. Ja, aber wie gesagt, das nur als Ausblick. Aber jetzt seid ihr erstmal dran, dieses hier zu verstehen. Viel Erfolg dabei!